Hallo, Spreekick-TV-Zuschauer. Beim letzten Mal haben wir einen Blick an die Tabellenspitze der Berliniger gerichtet. Heute, nach 6 komplett gespielten Spieltagen, wollen wir einen Blick richten, wie die Saison am Ende ausgehen könnte. Unwägbarkeiten, Überraschungen sind immer möglich, keine Frage. Aber wer seine Ziele erreichen will, und das sage ich aus eigener, leidvoller, aber auch erfolgreicher Arbeit, muss seine Punkte beim TSV Rudow an der Stubenrauchstraße genauso holen wie bei Hertha Zehlendorf oder bei Tennis Borussia vor 300 Zuschauern. Meine drei Aufstiegskandidaten, die man auch wirklich so nennen kann, sind vor allen Dingen Eintracht Mahlsdorf, die eine hervorragende Rückrunde gespielt haben mit 31 Punkten, die jetzt auch wieder sensationell gestartet sind mit 16 Punkten aus 6 Spielen. Sie haben eine sehr stabile, kompakte Mannschaft, die auch nach vorne immer wieder für Gefahrenmomente sorgt. An Eintracht Mahlsdorf muss man vorbei, wenn man in die Saison aufsteigen möchte oder zumindest ein Berliner Meister werden will. Das Thema ist nämlich vor allen Dingen für Stern 1900 interessant. Das ist eine Mannschaft, die wirklich ein Paradebeispiel ist, wie man eine Mannschaft auch gut über längere Zeit aufbauen kann. Die Mannschaft ist im großen Kern zusammengeblieben. Sie wird immer wieder Stück für Stück erweitert und sie zählt in diesem Jahr aus meiner Sicht auf jeden Fall dazu, wenn es darum geht, darüber zu reden, wer Berliner Meister wird. Ob sie wirklich dann den Weg in die Oberliga angehen, da halte ich Bernd Fiedler für clever genug, zweimal darüber nachzudenken. Zum einen die Wirtschaftlichkeit spielt eine Frage und zum anderen ganz klar natürlich die Änderung des Heimspielortes. Denn an der Schildhornstraße wird man in der Oberliga auf Dauer nicht spielen können. Die dritte Mannschaft, die man schon traditionell immer wieder dazu rechnen muss, ist Hertha Zehlendorf. Für mich eine ewige Baustelle. Allein aus dem Grund, dass man den Kader jedes Mal rund erneuert, immer wieder Unruhe erzeugt. Es wird da keine Mannschaft zusammengestellt, die wirklich sich auch mal entwickeln kann. Jetzt ist man wieder ein bisschen stotternd in die Saison gekommen. Personell sind sie so gut, dass sie oben dabei sein müssten. Man wird abwarten müssen, ob die Arbeit der Mannschaft auch wirklich auch über Tage hinweg geht, wo es mal nicht so gut läuft. Kommen wir zu den Teams, die zu Überraschungen werden könnten, vielleicht auch schon sind. Zum einen muss man Tennis Borussia natürlich nennen, die aufgrund der Tradition der Fans und auch des exzellenten Trainers immer dazu zu rechnen sind, wenn es darum geht, wirklich oben dabei zu sein. Was ein bisschen hinderlich sein wird, ist, dass man neben Michael Fuß, der jetzt wieder hervorragend trifft, keinen zweiten Torjäger hat. Man hat einen Publikumsliebling mit Hamdi Chamki, der auch aus meiner Sicht sicherlich mehr Tore machen könnte. Ja? Aber wenn es ihm nicht gelingt, am Ende diese Tore auch zu erzielen, dann wird es schwer werden, wirklich dann auch ganz weit vorne mitzumischen. Als zweites muss man Tasmania nennen. Das ist jetzt vielleicht verwunderlich, wenn man einen Blick auf die Tabelle richtet. Aber aus meiner Sicht haben sie sich wirklich mit sehr vielen Oberliga-erfahrenen Spielern verstärkt. Wenn das eine Truppe wird, wenn die Mannschaft dann auch funktioniert, dann glaube ich daran, dass sie durchaus eine Serie hinlegen kann und oben dabei sein wird. Gleiche gilt natürlich ein Stück weit auch für den Berliner SC, der eigentlich im Kern zusammengeblieben ist, der letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat. Jetzt, sage ich mal, sehen muss, dass man wieder den Start in die Saison findet. Der Saisonstand ist schon fast traditionell wieder schlecht gewesen. Aber ich glaube daran, dass die Mannschaft das nötige Rüstzeug hat, um am Ende oben mitzuspielen. Jetzt muss wieder Ruhe einkehren, jetzt muss man eine eingespielte Mannschaft finden und dann sollte dem Weg nach oben nichts entgegenstehen. Ein Außenseiter-Überraschungsteam könnte auch noch der SC Gato werden. Da muss man jetzt abwarten, wie das läuft. Viele hatten SC Gato jetzt schon am Anfang vorne mit reingerechnet. Sie haben einige Spieler vom SC Starken mit dazu bekommen, nicht die schlechtesten. Sie haben ein sehr Berlin-Liga bekanntes Führungsduo da vorne mit dem neuen Trainer Yogi Bayer und Andreas Blosche, allen auch bekannt. Von daher glaube ich daran, dass der SC Gato eine sehr gute Rolle auch spielen kann, aber bislang das noch nicht nachgewiesen hat. Wenn man über die möglichen Absteiger spricht, dann macht man sich natürlich sehr schnell unbeliebt, aber ich will es trotzdem versuchen. Im Moment muss man ganz klar sagen, muss TuS Maccabi dazugerechnet werden, die es wirklich sehr schwer haben werden, in der Liga zu bleiben. Sie haben viele gute Spieler an Hertha Zehlendorf verloren, auch an andere Vereine. Sie haben einen neuen Trainer, der aus dem Jugendbereich kam, der sich auch wieder in der Berlin-Liga erstmal finden muss. Ich glaube sogar daran, das ist meine persönliche Meinung, dass am Ende Claudio Offenberg wieder das Ruder übernehmen wird, Verstärkung in der Winterpause anstreben muss, um die Klasse zu halten. Ganz sympathischen Weg gehen immer wieder die Rheinendorfer Füchse, die immer nur das ausgeben, was sie haben. Das ist in der Liga auch nicht gewöhnlich, leider nicht gewöhnlich, aber ist natürlich sympathisch der Weg. Der Weg muss aber natürlich sein, dass man trotzdem ein paar Punkte holt, vielleicht auch gerade zu Hause am Freiheitsweg. Es wird aber dieses Jahr sehr viel enger werden als im letzten Jahr, wo es auch schon nicht gut lief. Ich bin gespannt, wie sie es hinbekommen, drücke aber gerade den Füchsen natürlich beide Daumen.
Dazu muss man jetzt im Moment auch zu den Abstiegskandidaten auch den SF Johannisthal nehmen. Sie haben erst 2 Tore erzielt, da klemmt es wirklich gerade vorne, nach vorne hin. Sie müssen ihre Heimspielstärke wiederfinden, die sie in der Landesliga hatten. Sie sind aufgestiegen. Es geht eben nur um den Klassenerhalt. Wenn man das verstanden hat, dann geht es auch sehr viel leichter. Neben Klavitta brauchen sie aber einen, der da vorne auch nochmal Tore macht. Auch Klavitta selbst muss natürlich erstmal das Zielwasser nochmal finden. Aber dann sollte es möglich sein, mit der sag mal, zumindest lange darum zu kämpfen, in der Liga zu bleiben. Aber es wird sicherlich sehr schwer. Abstiegsgefährdet sind aus meiner Sicht noch 2 Mannschaften, die im Moment nicht im unteren Feld der Tabelle zu finden sind. Da ist zum einen der Nordberliner SC, der schon wirklich sehr gute 8 Punkte sich geholt hat. Aber ich glaube, die Mannschaft ist personell nicht so gut aufgestellt, dass es eine sorgenfreie Saison werden kann. Man kann sich natürlich immer positiv überraschen lassen. Die zweite Mannschaft, die jetzt, sag ich mal, im Moment auch noch dann auf jeden Fall da unten zu kämpfen hat, ist die Mannschaft von Empor und als drittes vielleicht sogar Starken noch. Das sind beides Mannschaften, die im Mittelfeld der Tabelle am Ende landen könnten, aber eben sehen müssen, dass sie frühzeitig ihre Punkte holen, um nicht abzusteigen. Am Ende noch ein Hinweis von mir, wenn Sie Ideen, Hinweise, Anregungen haben, zu diesem Beitrag, aber zu anderen Sachen, schicken Sie uns eine Mail an redaktion@spreekick.tv oder aber gehen Sie auf unsere Facebook-Seite, für die meisten ja schon bekannt, spreekick.tv. Dort können Sie gerne Ihre Meinung hinterlassen oder aber uns auch mal einen Hinweis geben, über was wir mal berichten sollten.